So, das ist jetzt die Hauptspeise. Shredded Beef in Barbecue Sauce plus Barbecue Sauce. So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video und zwar haben wir ein MRE wieder geholt. Heute wieder ein MRE, Back to the Roots. Das war das erste, was wir gemacht haben und das war eigentlich auch bis jetzt, glaube ich, so das Beste. Jedoch war da damals die Kamera so bescheiden, dass wir gesagt haben, wir nehmen nochmal so eins auf, weil es erstens sehr geil war und zweitens jetzt mit einer besseren Kamera. Und weil wir auf jeden Fall auch Bock hatten auf dieses Menü, das ist Menü Nummer 2. Shredded Beef in Barbecue Soße. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. P-Label Seal, das kennen wir ja schon. Und dann gucken wir mal, was da alles drin ist. So vom Allround Sachen, was drin war, war das auch echt am besten, oder? Da sehe ich schon wieder direkt so eins zum Erhitzen. Das ist nochmal verpackt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das US-MRE damals war. Für alle Leute, die Tarkov spielen, kennt ihr das ja oder schon immer mal wissen wollten, was da drin ist. Das ist natürlich auch mega interessant. So, das ist die Hauptspeise. Das ist der, zum die Hauptspeise erwärmen. Was ist das? Black Beans. So eine schwarze Bohnensuppe. Hier waren, glaube ich, hier ist der Cookie drin, glaube ich. Oatmeal Cookie. Also so ein Cookie, wenn man es kennt. Das können wir gleich mal aufmachen. Ah ja, das war Cheese Spread with Jalapenos. Also flüssiger Käse mit Jalapenos drin. Das ist der Tropical Punch. Das kannst du gleich mal anmischen. Im Großen, oder? Ja. Hier sind die Tortillas. Weizen-Tortillas, glaube ich, ist Plain, ist, glaube ich, das soll Weizen. Eine Portion sein. Ja. 1,5 Kanister Cup, 12 Ounces. Ja, das wird halber Liter ungefähr sein. Hier sind die Tortillas drin, mit denen man dann diese Käsesoße essen kann. Löffel Barbecue-Sauce darf natürlich nicht fehlen. Das ist die Bohnen, also eine Hauptspeise Bohnen. Und das ist dann wahrscheinlich mit den Tortillas, kann man... Ah stimmt, du kannst die Tortillas nehmen und die Bohnen damit reintun. Und dann noch das... Ah, das ist genau das, was ich so geil an dem fand. Es ist luxuriös ohne Ende. Für so eine Kampfration. Du kannst das Ganze warm machen. Machen wir das wieder. Shredded Beef and Sauce. Das ist das hier. Das machen wir auf jeden Fall warm, oder? Das machen wir vielleicht als erstes, damit das nebenher ruhen kann. Was ist jetzt, machen wir. Was ist dann Hauptspeise? Ja, Shredded Beef und Barbecue. Von Vorspeise? Vorspeise ist das alles. Aber jetzt warte, das machen wir, jetzt bereiten wir das schon vor. Hast du ein bisschen Wasser? Ich glaube, Kaffee brauchen wir nicht, dann nehmen wir das, genau. Aber jetzt muss ich kurz nochmal lesen, muss man das hier mit rein? Nee, das tut man dann zusammen verpacken, genau. Weil bei dem anderen hat man das mit reingelegt. Hier müssen wir jetzt Wasser reinfüllen und dann klemmen wir das quasi mit dem zusammen ein. Da kann man die Bohnen dann, glaube ich, auch noch mit erwärmen. Also dass man das so quasi zusammen... Sieht das nicht so aus, auch dass das da komplett mit rein gehört. Heat underneath MRE, ne? Also die Bohnen machen wir jetzt nicht mit warm, das wird, glaube ich, auch zu eng. Kommen dann so mit rein quasi und dann kommt der Heater da mit rein und dann geht die Hitze nach oben. Genau, dann fangen wir mal an mit dem. Das war nicht viel, ja. Genau, ein Schluck Wasser. 100 Euro voll. Und jetzt machen wir erstmal das, das braucht am längsten. Dass das schon mal nebenher warm werden kann. Und was, wo man das auch ein bisschen draufstellen kann. Stopp. Jo, perfekt. So, jetzt machen wir das nämlich zu. Packen das hier mit rein.
weiß nicht, ob wir das ein bisschen offen lassen sollten. Na, aber eigentlich steht drin, das muss umklappt. Schütteln wir das ein bisschen, es geht schon auf. Ja, okay, da tut sich was. Nach oben anlehnen, dass es nicht rauslaufen kann. So, das haben wir gleich. Das war der Zirschquark, was das ist. Das ist ein Beutel, kann man mit Wasser füllen. Und da kannst du das Kaffeepulver mit reinpacken. Und dann 30 Minuten stehen lassen. Creamer, können wir jetzt auch mal machen. Toilet, ist hier irgendwo das Kaffee? Hm. Fehlt Kaffee oder was? Ah, hier ist der, genau. Das ist dann reinigtes Wasser quasi auch. Wenn man das 30 Minuten stehen lässt, das kann man dann auch quasi hier mit zum Erhitzen reinstellen. Ich würde aber sagen, dass wir es im Glas machen, oder? Den gleichen Effekt. Also es ist dafür da, das Kaffeepulver, um das Wasser zu reinigen, wenn man es 30 Minuten stehen lässt. Nach Wunsch natürlich auch hier mit erwärmbar. Dann machen wir den Creamer mit rein. Im letzten Cold Weather MAE, das ist, ich weiß nicht, ob es schon auf YouTube hochgeladen ist. Checkt natürlich auch die anderen Videos aus, die wir jetzt schon hochgeladen haben. Wir haben russisches Iskra und französisches, ich weiß nicht, was wir schon alles aufgenommen haben und was jetzt schon aktuell auf dem YouTube-Kanal oben ist. Gebt natürlich auch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um kein weiteres zu verpassen. Kann das sein, dass es zu wenig Wasser ist? Nee, das war beim letzten Mal auch so. Und könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da noch sehen wollt von den Packs. Das dauert kurz, glaube ich, ein bisschen. Ich sah es letztes Mal auch so beschissen aus. Das quasi kann man da drin anbereiten. So, mal den kleinen Teller. Das ist die Barbecue-Sauce. Hier hat es natürlich auch wieder Servietten, Kaugummis, süßer Zucker quasi. Können wir auch mit reintun. Mach das mal auf, oder? Was ist das? Das ist der Tortilla, genau, den brauchen wir. Als Basis, den Zucker hauen wir da jetzt mit rein. Hier ist ein Moist-Towelette zum Reinigen danach und nochmal Salz. Das ist der Cookie, das ist die Nachspeise. Die Barbecue-Sauce ist für die Hauptspeise, das wird es warm. Zwei Stück für jeden eins. Okay, also, dann haben wir den Tortilla, die Käsesoße und die Bohnen. Das ist richtig viel. Ja, eine Hilfe kommt damit drauf, oder was? Vermute ich mal, das kannst du machen, wie du es willst. Ein Löffel. Ja, aber kommt das dann nicht auch mit rein? Das ist ein süßer Cookie. Achso, ne. Die Hauptspeise. Könntest du machen, wie du willst wahrscheinlich, aber wir haben ja hier die Bohnen noch. Oh Gott. Das ist unfassbar gut. Gib den Käse. Schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ging wieder so komisch auf, gell? Ich will das aber oben eigentlich aufhaben. Dass man das so ein bisschen rausdrücken kann. Und hier so das drauf machen kann. Das ist quasi jetzt Käse mit Jalapeno. Hört das auch auf, oder? Ist das auch was, oder? Nee. So. Jetzt sind Tortilla mal so pfannkuchenmäßig fertig. Ich glaube, den macht man normal anders, aber ist egal. Einen guten. Schmeckt mega. Könnte man selbst die Tortillas, so heiß wie das hier ist, und die Bohnen und vielleicht sogar den Käse hier noch warm machen. Und dann wäre das der absolute Wahnsinn. So, was macht das jetzt? Also es ist mega heiß, ich kann es gerade so anfassen. Dann dauert das, laut Angabe. So 10 Minuten normal. Ich glaube aber, dass wir das eher so hinlegen hätten sollen. Wie so, das so hoch, wir haben es glaube ich zu hoch, dass die Hitze hier quasi durchs Essen hochgeht. Also sie wird schon warm sein, aber wahrscheinlich nicht richtig heiß.
Das räumt es auch richtig gut raus. Wäre wahrscheinlich auch besser, wenn man es warm macht, dann wird es sich besser lösen. Schmeckt aber top wieder. Schmeckt wie so ein Milchkaffee. Aber jetzt gibt es richtig Gas. Also brauchst wahrscheinlich noch kurz einen Moment. So, also dann packen wir das mal aus. Da läuft Wasser raus. Das ist Wasserdampf wahrscheinlich. Das ist sehr heiß. Oh, ist richtig heiß. Und den anderen Teil, oder? So, das ist jetzt die Hauptspeise. Shredded Beef in Barbecue Sauce plus Barbecue Sauce. Oh, mit so einem anderen Teil. Also man kann im Zweifelfall mit dem Löffel hier direkt aus der Verpackung essen. Das lässt sich hier so seitlich aufreißen. Sollte sich seitlich aufreißen lassen. Oha. Oha. Also dass man hier direkt daraus essen kann. Vielleicht sogar besser daraus zu essen. Aber es sieht halt auch mega lecker aus. Genauso sieht es aus, wie man sich es vorstellt. Und so, ja, so Pulled Pork mäßig einfach. Wahrscheinlich ist das. So, die Barbecue Sauce einfach drüber. Ja, mach mal so an die Seite so ein bisschen. Ist natürlich auch, muss dazu sagen, wir probieren jetzt zu zweit, aber es ist eine Ein-Mann-Portion. Also all das in diesem Einpack. Das war eine Position, und ihr seht, wie aufgebläht das ist. Das ist noch richtig heiß. Also man könnte jetzt quasi jetzt immer noch das Kaffee, das Wasser hier mit dem Kaffeepulver rein und drauflegen und könnte sich dann den Kaffee noch erhitzen. Der Kaffee ist, by the way, auch was. Schmeckt mega lecker. Wie so ein Milchkaffee im Prinzip. Das hier wollte ich nochmal probieren. Tropical Punch, oder was ist das? So rot wie Blut. Oha. Wie steht da drauf, was das für Barbecue-Sauce ist? Von welchem Hersteller? Sweet Baby Ray's hoffentlich. Ja, riechen tut's auf jeden Fall nach Barbecue-Sauce. Ja, schmeckt mega lecker. Der war, glaube ich, das gleiche wie beim letzten Mal. Kaugummis, Tabletten, Kaugummis. Es riecht richtig rauchig. Mega lecker. War schon ein bisschen Fleischkonsistenz. Er ist aber natürlich schon geschreddert, also ist mal keine wirklichen Fleischstücke mehr drin, aber man hat eine gute Konsistenz, wo man essen kann. Ja. Ich würde sogar fast behaupten, dass ich die Bohnen als Vorspeise essen würde und das in die Tortillas mir reinmachen würde, mit der Barbecue-Soße. Vielleicht gehört es auch so richtig, wie auch immer. Schmeckt auf jeden Fall richtig deliziös. Schmeckt, ja, gibt es nicht mehr dazu sagen. Kaffee ist gut, Fruit Punch ist gut. Machen wir mal noch zum Abschluss, Nachtisch, den Cookie auf. Ein riesen Ding hier, so zum Größenvergleich. Riesen Cookie. Größlich so die Konsistenz, genau wie man sich es vorstellt. Und geschmacklich genau wie man sich es vorstellt. Hammer. Ja. Geht in Richtung so Haferkeks mäßig. Ein bisschen süßer. Also er ist sehr süß. Was okay ist. Weil man ja auch, wenn man sowas dabei hat, im Regelfall auch viel mehr Energie verbraucht als ein normaler Verbrauch. Also hat wieder total überzeugt. Ich würde sogar sagen, dass das US-MAE das Beste ist bisher. Beide. Ja. Puh. Also mit Geschmack haben sie sich nicht viel gegeben. Ja, waren beide Hammer. Waren auch so von dem Ganzen, was dabei war, von dem Aron-mäßigen, eigentlich am besten. So hat aber jeder seinen Vor- und Nachteil. Wie gesagt, wenn ihr euch für die anderen interessiert, schaut auch die anderen an.
die wir hochgeladen haben. Gebt gerne einen Daumen hoch, würden uns riesig drum freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder welches ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.